So. In dem Jahrzehnt seit Begründung des Avia-Lehrsatzes ist die Anzahl der Anzahl der Anhänger. Kann noch rein? Ach hier, okay, nee. Anzahl der Anhänger, die Astralbestien als Urgottheiten anbeten, rasant gestiegen. Sie strömen in dieses Gotteshaus, das auf einer Insel im Einstedt-Archipel errichtet wurde. Während ich dort im Einsatz war, traf ich auf einen Vertreter des Himmelsvolkes, der sich Aldo nannte. Er war ein besonders eifriger Gläubiger, sodass nach Maßstab der Avia und er, sogar nach Maßstab der Avia, und er wurde von seinen Brüdern geschätzt. Einmal rief Aldo, überlass das einfach dem Reparaturheinz, bevor er in den fernen Norden raste, um Monster zu töten. Er tat das nicht, weil er auf eine Belohnung aus war, sondern weil er die Ängste der Bewohner in den südlichen Gegenden zerstreuen wollte. In Jargon des Himmelsvolks war er ein. Im Jargon des Himmelsvolks war er ein netter Kerl. Ich muss gestehen, dass mich sein Vorgehen verblüfft. Ich schätze, das hat mich fasziniert. Geht das denn noch weiter? Die Neugier dieses vorgeblichen Alleskönners kannte keine Grenzen. Da ich nicht von der Insel kam, fragte er mich unaufhörlich über andere Inseln aus, über Essen, Kultur, Musik und Monster. Aldo zog sich immer in Aufträge hinein, bei denen seine Schwertkampfkunst gefordert war, aber ich fühlte mich nie genötigt, gegen meinen Willen zu helfen. Seine Anwesenheit war für einen Sternsiedler wie mich wie eine frische Brise. Erstaunlich, es sieht so aus, als wäre nicht einmal ich immun gegen den Einfluss von emotionaler Intelligenz. Ich werde weiterhin mit Aldo sprechen und es notieren, sollte sich mein Verhalten weiter verändern. Okay. New Grade. Schwer, sehr schwer und extrem haben wir jetzt freigeschaltet. Neuer Himmelsrang, Abschluss. Altgediente Himmels. Kannst jetzt küssen. Krümmiglikarte haben wir eine bekommen. Stärkekristalle und. Okay. Crewmitgliedkarte, ein neues Mitglied für mich. Vertrauen der Menschen in Itten möglich. Neue Aufträge. Du solltest den Himmelsvolk in ganz. So, jetzt möchte ich aber erstmal die Gruppe ändern. Mira spielen und Itten nehmen wir raus. Dafür nehmen wir Lancelot rein. Dann haben wir Feuer, Licht, Wasser und Finsternis. So, dann können wir Nebenquests das hier, da können wir gerne kurz mal hinreisen. Und dem kleinen Jungen mal sagen, hey, guck mal, wir haben wieder eins gefunden. So, und der hat auch noch ziemlich gleich die nächste. 12 ist das nächste. Das ist mein Chip für. Meisterschaften. Jetzt bestimmt. Genau. Komm mal, ein Wiggeslot. Neue Fähigkeiten. Ah, okay. Schaden. Das ist der Counter, ne? Das würde ich gerne mitnehmen. Haben wir noch 50. Kriegen wir hier gar nichts mehr. Defensive Tree. Brauchen wir auch 70. Gott im Himmel. Erhalt zum Freischalten von. Ach du Scheiße, es geht ja so. Ach, man braucht mittlerweile dann da unten 1000 noch was? Holy moly. Na gut. Core-Einstellung. Ah, okay, man kann hier noch. Ist alles egal. Da. Oh, eine verzierte Vase, welche der verstörerische Geist von Versa Bahamut innewohnt. Okay. Oh, wen haben wir denn da hinten stehen? Hallihallo.
Am Ende, was Roland angefangen hat, 2 von 8. Damit kriegt man dann die Main Quest weiter freigeschaltet, gehe ich mal von aus. Weitere Waffen sind jetzt beim Schmied erhältlich. Hier des Leuchtwurms und. Wasserkugel, Erdkugel, Schmuck des Häuptlings. Achso, Kiste. Okay, wir können jetzt erstmal. Ich dachte eigentlich, dass das Game damit dann zu Ende ist, aber ich werde halt auf jeden Fall noch die Quests hier weitermachen. Eine Crewkarte, wir könnten uns ein Crewmitglied holen, wir können aber auch erstmal. Durch den Abschluss bestimmter Quests steigt dein Questrang. Ja, Schwierigkeitsgrad spielen kannst du einfach eine Quest. Okay. Die Funktion schnelle Quest ermöglicht es dir, eine zufällige Quest zu starten, die du freigeschaltet hast. Für den Abschluss erhältst du Dalienabzeichen. Tausche sie bei Zero gegen wertvolle Gegenstände ein. Wenn du schnelle Quests mit Online-Spielern spielst, können deine Statistiken angepasst werden, wenn deine Kraft die empfohlene Kraft weit übersteigt. Außerdem erhältst du durch Wendung von Goldabzeichen Tickets Bonus Goldabzeichen. Wiederhole deine Lieblingsteil der Geschichte und entdecke dabei Geheimnisse und Truhen, die du vielleicht übersehen hast. Du kannst die Charaktere stärken. Du kannst sie derzeit ab. Schnellquest Kapitelauswahl. Ah. Goldbein. Ah, okay, du kriegst alle 12 Stunden kriegst du einen Check-In-Bonus und das ist jetzt halt das Post-Game halt, ne? Wenn wir Quests in Angriff nehmen, weil wir jetzt ja hier auch. Bedeutet das Kampfzeichen? Die Hornvögel und Weiben. Schwer, Horde, Boss. So. Ah, der SC. Hier haben wir jetzt dann noch einen Boss, der uns noch eine Karte geben kann, ein Ticket geben kann. Ein Buch. Okay. Wenn wir alles demnächst nochmal machen. Ich werde das tatsächlich wahrscheinlich dann sogar auch aufnehmen. Ich möchte jetzt aber erstmal noch ganz kurz gucken, dass ich hier noch die letzten Schicksalsepisoden von ein paar Leuten mache. Für diese Folge, für die nächsten Folgen. そんなある日 団長ちゃんたちが様子を見に来て、ずいぶんピリピリしてんな。前はよく寝ちまってたけど、なんつうかすげえ集中力だぜ。Bちゃんの声が明るい。よかった。あの、鳴宮さん、無茶したらダメですよ。ルリアちゃんの声が優しい。よかった。 薄く目を開けてみると、心配そうな団長ちゃんの顔が見えた。団長ちゃんのお世話がしたい。ダメ、もう決めたじゃない。みんなを守るために、すべての危険な依頼を終わらせるために、それまでは、お世話立ちするって。そもそも、 今の私にはその資格すらない。団長ちゃんたちと出会ってからはみんなで力を合わせて戦うことが多くなった。でもそれだけでは守れない時があることを知った。なら大切な人たちを守るためにはまだ足りない。私が守らなきゃ。ごめんね。 団長ちゃん、もう少しだから、待っててね。 Noch mehr Stärke. ショックだった。依頼をこなしてシェロちゃんの元に戻ってきたら、 団長ちゃんたちが新しい依頼を受けてしまってて、しかもそれは危険な魔物の討伐依頼なんだって。
シェロちゃんには危険度の高い依頼はなるべく私に回してくれるよう頼んでたから、油断してたところもあったと思う。団長さんたちなら大丈夫ですよ。シェロちゃんは笑っていたけれど、それでは、それでは意味がないの。いくら私が頑張ったところで、結局私は一人。魔物の討伐依頼をすべてこなすには、どうしても手が足りない。どれだけこなそうとも、魔物の被害は日々寄せられ続ける。こうなったら、危険な魔物を全部倒さなきゃ。脅威を元から絶たねば、真の安寧は得られない。もちろん、魔物に恨みがあるわけじゃない。無益な殺生なんて望んでない。でも、それが人にあだなす魔物だったなら、私たちも生きるために刃を向けなきゃならない。その脅威があり続ける限り、刃を持たぬ人々は気空団に助けを求め続ける。団長ちゃんたちに危害を及ぼす全ての脅威を取り除かなければならない。私の力はそのためにある。団長ちゃんたちを守らなきゃ。私が守らなきゃ。私が守らなきゃ。私が守らなきゃ。危険な魔物を倒さなきゃ。魔物を倒さなきゃ。倒さなきゃ。倒さなきゃ。全部殺して守らなきゃ。Drehen wir gerade ein bisschen durch? Aber nur so ein bisschen. Okay, wir können es sogar anders durchspielen. Wir müssen es recht sicher mit dir. Ja. Na, dann machen wir mal. Dann wollen wir mal einen Boss-Haar bekauen, wa? この空域最大の魔物の巣というだけあって、たくさんの魔物たちが襲いかかってきた。この子たちもいつか必ず人の脅威になる。そしたら団長返す刃で魔物を切る切る切る切る切る切る。どれほどの時間が経ったろう。多分日が3回くらい落ちて、今は4回目の朝。刀を持つ手はとっくにしびれてる。目がかすんで体が言うことを聞かない。でもそれでも大好きなあの人たちのためだったら、大好きな団長ちゃんのためだったら、私は修羅になれる。Gott, Gott, 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 Gott. Ah, okay. Oh, mein Gott. 979 Time. Dancho-chan no Tame. Mada taureru wake ni wa ikanai. Kagura-mai, teki wa subete kiranai to. Wir haben keinen Heal mehr. Das wird ja lustig.Das ist halt auch eine schwere Quest, ne? Du heilst dich nicht, kann man so schaffen. Das Item gesehen. Mir. War ich auch 80 oder sowas, glaube ich, ne? Das könnte gut. Größte Monsterhöhle, das ist einfach nur der Endboss. Okay.
103 Leben. Wird's interessant. Kein Heal. Inwiefern sinnvoll ist, den mitzunehmen, aber der macht halt gut Schaden. Deswegen nehme ich das jetzt mal in Kauf, dass ich halt ein bisschen langsamer bin dann beim Lauf. Und im allerschlimmsten Fall ja immer noch dodgen. Ja. Und das war's. Ich muss nur überleben, bis das kritische Anzeige weg ist. Schneller, wenn ich bewege. Achso, ja, ich kann ja Dingens drücken. Sorry. Ich vergaß. Ich kann mich ja selber ein bisschen. Und wir sind wieder voll leicht. Das ist doch gut. Lass mich laufen. Achso, das war Ende. Okay. Oder auch mal nicht Ende. Aber wir sind ja wieder full life, das ist ja gut. Dann zeig mal, welcher Endboss hier auf uns wartet. Also wartet das Gegner. Rache. Interessant. Einfach in Bewegung bleiben ist immer eine ganz gute Alternative. Man kann auch einfach stehen bleiben, wenn man will. Und hoffen, dass dann nichts auf einen runterfällt. Oh mein Gott, genau in der Sekunde lässt sie los. Und wir haben unseren Boni
point, point, point und auf Kochoji. Okay, das war knapper, als es hätte sein müssen. Wahrscheinlich Level 61 und Boboni-Punkte.限界だった。渾身の力を込めて、なんとか魔物たちを仕留めたけれど、巣の奥から新しい魔物の声と足音が聞こえてくる。刀が地面に落ちた。拾う気力もない。駆け寄ってくる魔物の爪は、私の喉元を正確に狙っていた。私はここまでかな。Lass mich ran, die Crew kommt und rennt. ごめんね、団長ちゃん。次の瞬間、視界から魔物が消え、団長ちゃんの背中が見えた。ナルミアさん！団長ちゃん。助けに来ました！ここは危険です！逃げましょう！たく。心配させやがってよ。ビーちゃんにルリアちゃんまで。団長ちゃんが私の手を引く。でも私にはやらなきゃいけないことがまだ。ナルメアさん、こんなに思い詰めていたなんて気がつけなくてごめんなさい。ルリアちゃん、どうして謝るの？謝らなきゃいけないのは私なのに。団長ちゃんが私の手を引く。ダメ、ここで甘えちゃ。よろずやから聞いたぜ、危険な依頼ばっか先回りして受けてたってよ。それっておいらたちのためだよな。B ちゃん、違う。これは私が勝手にやったことなの。団長ちゃんが私の手を引く。ナルメアさんが僕らを守ってくれたように、僕もナルメアさんを守りたい。悩みがあったら一緒に悩もう。困ったことがあったら一緒に考えよう。ナルメアさんは一人じゃないよ。しまい込んでいた感情が溢れた。そうだったよね。私がみんなを守るんじゃなくて、みんなでみんなを守る。それが私たちのあり方だったよね。私は団長ちゃんに手を引かれて走る。私が傷つくことで、私が大好きな人たちが悲しむ。それはやっぱりダメなことだと思う。一緒に。そう。私はこの人たちと一緒にいたい。これからも、ずっと、ずっと先まで。こんな単純なことに、どうして今まで気づかなかったんだろう。うん、私を引っ張る温かな手から、心地よい優しさが伝わってきた。Und ein Siegeslaut freigeschaltet zu erschienen. Hier werde ich jetzt aber auch mit der Aufnahme für heute den Cut machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, reingehauen. Ciao, ciao.